herzlich willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Schnapp dir einen Kaffee, mach's dir gemütlich und hör zu. Oder aber hör diesen Podcast, während du Wellenreiten gehst und das Leben in seinen folgenden Zügen genießt. Denn darum geht's ja eigentlich, dass wir auf diesem Planeten sind und in vollen Zügen genießen, was wir machen. Ich werde dir heute zwei Texte zeigen, die ebenfalls aus dem aktuell sich auf der Zielgerade befindenden Buch stammen, und zwar aus How to Freak. Genauso wie in der letzten Episode lese ich auch einfach ein paar daraus vor und werde ihn mehr oder weniger kommentarlos stehen lassen. Here we go. Vor dem ersten Text sei gesagt, dass ich auch den Inhalt dieses Abschnitts geklaut habe, weil das ist alles nur geklaut auf dieser Welt. Eigentlich sind viele Weisheiten schon da und wir paraphrasieren sie für andere. Das ist aber nicht schlimm. Manchmal geht es auch einfach bei dem Hören all dieser Gedanken nicht darum, dass der Inhalt neu und absolut originell ist, sondern dass man die gleichen Gedanken einmal in den Worten einer anderen Person hört. Du kannst 150 Mal von einem guten Freund einen Ratschlag bekommen und dich nicht daran halten, auch wenn er dir gut tun würde, und du kannst ein einziges Mal in einem einzigen prägnanten Satz eines Fremden die gleiche Weisheit wiederfinden, aber die anderen Worte lösen in dir aus, dass du dich daran hältst und dein Leben vielleicht einen anderen Twist gibst. Wer weiß, und ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn ich das jetzt so sage, dir das Gleiche schon einmal passiert sein wird. Ja, auf geht's. Warum wir Fehler bei anderen suchen und in uns selbst anfangen sollten. Der Enkel des indischen Aktivisten Mahatma Gandhi schrieb einst ein Buch über die Lebensweise und Arbeit seines Großvaters. Aus diesem Buch spricht die Anerkennung eines damals 14-jährigen Jungen an seinen Opa, aber auch all die Life Lessons, die er in Indien bei Mahatma hat lernen dürfen. Der Titel des Buches ist zugleich einer von Gandhis wertvollen Leitsprüchen und lautet: Wut ist ein Geschenk. Und ja, das ist sie. Wut ist ein großartiges Geschenk. Aggression ist schließlich verbunden mit Dinge in Angriff nehmen und lässt uns eine Motivation aufbauen, die Dinge anzugehen. No matter what. In seinem Buch erzählt Arun Gandhi allerdings von einer ganz anderen Situation, die uns als Beispiel dienen kann. Er kam damals mit 14 Jahren allein von Südafrika nach Indien, um dort ein Jahr lang in Gandhis Ashram zu leben. Zeitweise waren seine Eltern dort, zeitweise war er allein mit all diesen Yogis, Lebenskünstlern, Aktivisten, Menschen eben. In einer Zeit, als er dort in Indien war, dachte sein Vater einmal einen Termin in der Stadt und bat Arun, ihn dort mit dem Auto hinzufahren. Die Zeit des Wartens sollte er überbrücken, indem er den Wagen in die Werkstatt brachte, um eine längst überfällige Reparatur machen zu lassen. Die beiden fuhren los, Arun lieferte seinen Vater in der Stadt ab, brachte den Wagen in die Werkstatt und merkte, dass bei all dem Zeitüberbrücken er noch überlegen wollte, womit er den Tag füllen wollte. Während er durch die Straßen schlenderte, da fand er sich vor einem kleinen Kino wieder, in dem ein John Wayne-Western auf einem der Plakate prangte. Der 14-jährige Arun war begeisterter Western-Fan und ließ es sich nicht nehmen, seine Zeit mit John Wayne und Co. zu verbringen. Andererseits, er hat auch nur ungefähr die Zeit eines Films übrig. Naja, würde schon schief gehen. Er setzte sich in einen Kinosaal und war innerhalb von Minuten gebannt und an den Sessel gefesselt. Erst im Kino stellte er fest, dass diesen Nachmittag eine Doppelvorstellung zweier John Wayne-Western angeboten wurde. Dafür hatte er nun definitiv keine Zeit, aber definitiv Lust. Aber, so rechnete er, wenn er nur 10 oder 15 Minuten in Teil 2 verbrachte und dann ging, dann würde er es noch rechtzeitig schaffen. Doch wie das so ist, wenn man sich in einen Film vertieft, den man mag, so fesselte auch dieser Arun ein wenig länger als eine Viertelstunde und er fand sich plötzlich am Ende des Films wieder. In ziemlicher Hektik und voller Angst, die Wut seines Vaters durch sein Zu-spät-Kommen auf sich gezogen zu haben, verließ er das Kino. Arun holte das Auto aus der Werkstatt und machte sich auf, seinen Vater abzuholen. Es war die Zeit weit vor Mobiltelefonen, geschweige denn dem Internet, und so waren Arun und sein Vater darauf angewiesen, einfach Treffpunkte auszumachen und dort einander wiederzufinden. Natürlich stand sein Vater dort, wo er ihn Stunden zuvor hingefahren hatte. Wo sollte er auch hin? Aruns Vater stieg ein und sie fuhren ein paar Minuten schweigend. Dann sagte er: Mein Sohn, warum bist du denn so spät?
Aaron wollte bei weitem nicht zugeben, dass er unzuverlässig gewesen war und im Kino die ganze Zeit, die Zeit bei einem ganzen Film vergessen hatte. Also sagte er, die haben in der Werkstatt viel zu lange gebraucht und ich habe warten müssen. Deshalb bin ich zu spät. Aarons Vater seufzte, schaute seinen Sohn lange schweigend an und sagte dann etwas, was ich beim Hören des Audiobooks als so ziemlich das Ungewöhnlichste, aber ungewöhnlich Richtigste empfand, das jemals die Lippen eines Vaters verlassen hat. Halt an, Aaron hielt an. Mein Sohn, was habe ich in deiner Kindheit falsch gemacht, dass du glaubst, du müsstest mich anlügen? Aaron schaute ihn mit großen Augen an. Ich habe in der Werkstatt angerufen, um nach dir zu fragen. Der Wagen war pünktlich fertig, doch du warst nicht da. Dann habe ich mir Sorgen um dich gemacht, doch ich konnte dich ja nicht erreichen. Wo auch immer du gewesen bist, was auch immer du gemacht hast. Was habe ich falsch gemacht, dass du glaubst, du müsstest mich anlügen, damit ich nicht wütend werde? Damit ließ er den sprachlosen Aaron im Auto, stieg aus und sagte, ich werde nach Hause laufen, um darüber nachzudenken, was ich falsch gemacht habe. Die Strecke aus der Stadt bis zum Haus seiner Eltern waren gute 8 bis 10 Kilometer und es war Einbruch der Dunkelheit. Vater, steig ein, du musst nicht laufen, sagte Aaron. Doch, mein Sohn. Damit begann er unbeirrlich loszulaufen. Allerdings wollte Aaron ihn auch nicht allein im Dunkeln lassen, also fuhr er in Schrittgeschwindigkeit hinter seinem Vater her, um ihm mit dem Scheinwerfer des Autos den Weg zu leuchten. Sie benötigten fast 4 Stunden für den Rückweg nach Hause, wo unterdessen Aarons Mutter ebenfalls begann, sich große Sorgen um ihre beiden Jungs zu machen. Als diese schließlich eintrafen und Aarons Vater die Geschichte erzählte und damit schloss, dass er die Zeit des Nachhauseweges damit verbracht hatte, darüber nachzudenken, was er denn falsch gemacht haben könnte, da blickte Aarons Mutter die beiden an und sagte, sie würde noch einige Zeit im Garten spazieren gehen, sie müsse nachdenken. Als Aaron sie fragte, worüber sie nachdenken müsste, da meinte sie, dass sie noch nicht verstehe, wie sie sich als Mutter und als Ehefrau besser hätte verhalten können, sodass weder Aaron seinen Vater hätte anlügen müssen, noch dass in der gemeinsamen Erziehung mit ihrem Ehemann etwas nicht hätte sein müssen. Damit verschwand sie auch für einige Zeit in der Dunkelheit. Und hier ist dann Vorsicht geboten, denn bevor wir uns gedanklich mit dem Thema Eigenverantwortung auseinandersetzen, will ich hier kurz festhalten, dass dies auch eine Strategie von Menschen sein kann, um andere emotional zu erpressen. Aarons Vater hätte auch sagen können, schau, mein Sohn, wegen dir muss ich jetzt nach Hause laufen und über mein Leben als Vater nachdenken. Hab gefälligst ein schlechtes Gewissen, du undankbarer Bengel. Oder so ähnlich. Seine Mutter hätte die Kette weiterführen können und mit ihrem Verhalten auch einfach die beiden Jungs ein schlechtes Gewissen dafür bereiten können, dass diese ihr so viele Sorgen bereitet haben. Fußnote dazu. Im Abschnitt keine Sorgen machen, den wir gleich lesen, findest du einen Abschnitt zu emotionaler Erpressung. Lies doch nochmal quer. Das mache ich gleich für dich. Doch im Gegenteil, die Handlungen von Aarons Eltern waren beide zu 100% aus der Eigenverantwortung motiviert. Und jetzt zu deinem Leben. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand dich ungerecht behandelt, dass er lügt, seinen Vorteil sucht, Dinge verschweigt oder ähnliches, dann kannst du dich gut fragen, was habe ich in unserer zwischenmenschlichen Beziehung nicht achtsam genug gemacht, sodass du das Gefühl hast, du müsstest dich so verhalten. Mit diesem gedanklichen Mechanismus kann man im typischen, es gibt immer 2 Seiten einer Geschichte, ganz easy bei Seite 2 anfangen und den ganzen Salat mit Schuldzuweisungen und du hast aber und immer machst du XY einfach überspringen. Wenn du mich ungerecht behandelst, dann liegt es nicht daran, dass du ein durch und durch und ausschließlich schlechter Mensch bist, sondern du wirst einen Grund gehabt haben. Einen Grund zu dem, der sich durch mein Verhalten rechtfertigt, nicht durch deins. Wenn ich ein Mensch bin, den man anlügen sollte, weil er sonst ausrastet, unfair wird, die Nerven verliert oder anderen Quatsch macht, dann muss ich mich nicht großartig wundern, wenn Menschen das auch tun. Alles, was dir begegnet, hat die Ursache in dir selbst. Jan Denker. Wenn wir als Menschen in vollständiger Eigenverantwortung leben, dann übernehmen wir allein die Verantwortung für unser Handeln. Egal, ob das unsere direkten Aktionen sind oder solche, die wir von anderen gespiegelt bekommen. Mit dieser Eigenverantwortung brauchen wir nicht im Externen nach der Schuldzuweisung suchen. Ebenso wenig bedeutet es, sich permanent die Schuld zu geben. Man braucht dort keine Schuld. Es geht um progressives, was hätte ich selbst besser machen können, damit mein Gegenüber sich nicht in der Position wiederfand, so handeln zu müssen. Und darin besteht die ganze Magie der Eigenverantwortung. Der Rest ist das, was du selbst tust.
Wenn du also Menschen mit mehr Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Transparenz und einem permanenten Gefühl von "Ich sehe dich" bedenkst, dann werden sie das auch tun. Gib ein wenig mehr Ehrlichkeit, als es erforderlich wäre. Sei ein wenig achtsamer, als du casually sein müsstest, und sehe die anderen mehr, als du bräuchtest. Und zwar nicht, damit du besser behandelt wirst oder besser dastehst, damit wärst du wieder im Außen, sondern damit die Beziehung besser wird und ihr beide wachsen und ehrlich zueinander sein könnt. Und wenn das mal nicht reichen sollte, dann kannst du ja immer noch nach Hause laufen und drüber nachdenken. Ja, die Geschichte von Arun Gandhi und seinem Vater. Als ich das gehört habe, ich weiß noch ziemlich genau, wo ich war, als ich diesen Teil des Audiobooks gehört habe, habe ich kurz das Kapitel einfach ein zweites Mal angehört, weil die Geschichte powerful ist. Und sie gehört zu meinen Lieblingsgeschichten, die ich von Gandhi erzähle, auch wenn sie nicht von Gandhi ist, sondern von Gandhi. Also Mahatma Gandhi und Arun Gandhi. Das Buch "Wut ist ein Geschenk" lohnt sich. Es lohnt sich, weil die Philosophie Gandhis nicht über Geschichten von Gandhi erzählt wird, sondern von anderen Menschen. Und Jan macht das auch ganz häufig mit mir, dass er einfach mich seine Ideen erzählen lässt. Oder wenn wir gemeinsam Pläne entwickeln und wir erzählen sie einer dritten Person und die Idee kommt ursprünglich von Jan, bittet er mich, dass ich sie nacherzähle. Und genauso andersrum, wenn die Idee ursprünglich von mir kommt, wird Jan der dritten Person erzählen, was wir machen. Einfach, damit wir jeweils am anderen sehen können, sind wir richtig verstanden worden. Und natürlich in dem Prozess zur Not korrigieren können. Aber bin ich richtig verstanden worden? Und dementsprechend ist Wut ist ein Geschenk. Diese Interpretation von Arun Gandhi, von Mahatma Gandhis Ideen und Vorstellungen in einem großen 300 Seiten langen "Bin ich richtig verstanden worden?" Der zweite Text, den ich in dieser Episode mit dir teilen möchte, schließt sich direkt danach an, und das ist der, der eben in einer Fußnote kurz erwähnt worden ist. Es geht darum, sich keine Sorgen zu machen. Und genauso ist er betitelt. Keine Sorgen machen. "When I fall, somehow I land on my paws. You know, there are no laws for what I do." Die Menschen in meinem Umfeld sagen oft, ich hätte ein Scheißglück. Einige raten mir, es gar nicht zu strapazieren mit "Don't push your luck." Aber mir stellt sich die Frage, wie es sonst wachsen soll, wenn man es nicht pusht. Es scheint in der kollektiven Vorstellung, es gäbe es nur eine begrenzte Menge Glück, was auch immer das genau sein soll, die wir hätten, und wenn diese aufgebraucht ist, dann haben wir eben nur noch Pech. Genauso wie man Jungs in der Pubertät einstmals erzählte, man hätte als Mann nur die Möglichkeit, etwa 1000 Mal zu ejakulieren und danach wäre Schluss. Sinn des Ganzen war, die Kerle davon abzuhalten, das ganze Pulver schon mit 14 Jahren ungenutzt zu verschießen und ihrer Freizeit nur an sich selbst rumzuspielen. Klingt das logisch? Wohl kaum. Ebenso halten die Menschen, die einem zu einem vernünftigen und umsichtigen Denken raten, in den meisten Fällen einfach auf. Denn es ist in der westlichen Welt eine Sünde, groß zu denken. Es wird zur Mittelmäßigkeit geraten und dazu, realistisch zu sein. Doch man erreicht viel mehr, wenn man das einfach mal nicht tut. Was passiert eigentlich, wenn man das Gegenteil von dem tut, was alle anderen tun? Come in and find out. Zugegeben, auch mir fahren die Busse noch vor der Nase weg und es sagen Leute Treffen ab. Oder ich vergesse eine Rechnung zu bezahlen und bekomme die Mahnung dafür. Die Welt verändert sich ja nicht, nur meine Einstellung, ob sie gegen oder für mich spielt. Sorgen knüpfen sich immer an äußere Umstände. Diese lassen sich zwar nicht beeinflussen, die Antwort dazu aber jedes Mal. "The problem is not your problem, it's your attitude about the problem." Captain Jack Sparrow. Zurückweisung ertragen. Viele Sorgen, welche Menschen und Situationen betreffen, sind eine versteckte Angst vor Zurückweisung. Wenn ich mir Sorgen mache, dass eine bestimmte Person auf eine bestimmte gewisse Weise handelt, oder nicht handelt, oder noch besser, wenn eine andere Person sich Sorgen macht. Und da aufgemerkt, sie machte sich Sorgen, nicht ich ihr. Dass ich irgendwie in ihrem Sinne handle, dann ist das keine liebevolle Sorge, sondern Angst. Genauso geht das mit dem Überpersönlichen einer Situation. Solltest du dir Sorgen machen, dass eine bestimmte Situation nicht eintritt, dann
Überleg mal, ob du dich damit zurückgewiesen fühlst. Sollte dem so sein, halt es aus, atme durch. Das ist kein Weltuntergang. Relax, festhalten bringt nichts. Flow, dann brauchst du auch keine Sorgen. Sorge entsteht dann, wenn wir daran festhalten, dass eine bestimmte Art von Umständen auf eine gewisse Weise sein soll, die meist gerade so außerhalb unserer Kontrolle liegt. Du machst dir ja erst Sorgen, wenn du dich kraftlos und machtlos fühlst. Doch wenn ein Mensch Hunger hat, dann ist das Beste, was er tun kann, zu fasten. Fußnote: Hermann Hesse lässt dies Siddhartha sagen. Lies mal das Buch, danach kannst du dich besser mit Buddha unterhalten, wenn du ihn triffst. Fußnote Ende. Ebenso gilt, wenn ein Mensch Sorge hat, ist das Beste, was er tun kann, loszulassen und die Dinge geschehen zu lassen. Mach uns keine Sorgen und emotionale Erpressung. Das ist das, wo der Text von eben drauf anspielt. Mach uns keine Sorgen. Vielleicht kennst du diesen Satz in einer seiner Variationen von Mach uns keine Probleme, mach uns keinen Ärger oder Deshalb kann ich nicht schlafen. Obwohl Menschen mit diesem Satz gern ihren liebevoll gemeinten Schutz und ihre Fürsorge zum Ausdruck bringen wollen, ist es doch etwas ganz anderes. Emotionale Erpressung. Nimm den Satz mal im Kopf auseinander und such die emotionale Autorität. Mach du uns keine Sorgen. Als ob ich dafür verantwortlich wäre, welche Gedanken sich jemand anderes zu meinem Handeln macht. Ich bin dafür verantwortlich, wie ich handle, aber definitiv nicht für das, was jemand anderes in seinem Kopf darüber denkt. Ich sage ja auch nicht, mach mir keine Glücksgefühle oder mach mir keinen Muskelkater. Das mache ich ja alles selbst und keiner, wirklich keiner, kann mich dazu zwingen, eine bestimmte Sorte Gedanken und Gefühle zu etwas zu haben. Die Gedanken sind frei. Erinnerst du dich? Genauso wenig kann ich durch mein Handeln jemand anderes zwingen, eine bestimmte Sorte Gedanken oder Gefühle zu haben. Vielleicht mag es sein, dass mein Handeln bei einem Gegenüber eine bestimmte Sorte Gedanken und Gefühle auslöst, doch woher kommen diese dann? Bingo, aus ihm selbst heraus. Was habe ich damit zu tun? Nada. Ich mache dir Sorgen? Mach dir halt welche, aber mach mich nicht dafür verantwortlich. Du kannst wegen mir nicht schlafen, bleib eben wach, aber mach mich nicht dafür verantwortlich. Ich mache dir Ärger, ärgere dich nicht oder lass dich nicht ärgern, doch mach mich nicht dafür verantwortlich. Dies ist meine Eigenverantwortung zu handeln, wie ich es für passend halte, und es ist deine Eigenverantwortung zu fühlen, wie du es für passend hältst. Basta. Sorge als Angst, nicht gut genug zu sein. Ich mache mir Sorgen, das nicht zu schaffen, ist ein sehr klassischer Satz und ich habe ihn schon hunderte Male gehört. Nein, Jeanette, du machst dir keine Sorgen, du hast einfach Angst, deinem eigenen Ideal nicht zu entsprechen. Fußnote: Solltest du gerade tatsächlich Janet heißen, dann fühl dich ruhig angesprochen. Hier geht es um Verantwortung. Fußnote Ende. Jammer nicht. Get to work. Wenn man vor einer Prüfungssituation steht oder irgendwo anders sein Können unter Beweis stellen soll, dann gibt es oft die Sorge, etwas nicht zu schaffen. Erzählt man Menschen davon, dann sagen sie als Antwort einen der nutzlosesten Sätze, die man dafür finden kann. Ich wünsche dir viel Glück. Als ob Glück dann hilfreich wäre. Während James Cameron den ersten Avatar-Film drehte, der für ihn und seine Crew ein gigantisches Stück Arbeit war, da ließ er T-Shirts drucken, auf denen folgender Satz stand: Hope is not a strategy. Fear is not an option. Luck is not a factor. Wenn dir also das nächste Mal jemand viel Glück für eine Prüfung wünscht, dann gib ihm dieses Zitat und denke für dich: Ich brauche kein Glück, ich brauche Selbstvertrauen. Sorge ist die Abwesenheit von Vertrauen. Wenn du dir Sorgen machst, etwas nicht zu schaffen, dann vertraust du dir selbst nicht gut genug. Selbstvertrauen ist ruhig und besonnen. Glück ist wackelig und flüchtig. Ich kenne dieses Selbstvertrauen aus dem Kampfkunst-Kontext. Ein guter Kämpfer ist nie wütend, sondern ruhig und besonnen. Im völligen Vertrauen der eigenen Fähigkeiten. Da braucht man kein Glück und erst recht keine Sorge. Wenn du also das nächste Mal Sorge hast, etwas nicht zu schaffen, und diese Situation ein wenig in der Zukunft liegt, dann tu Folgendes: Get to fucking work! Die Sorge verschwindet, wenn du anstrebst, dass niemand in deinem Umfeld so gut und so hart trainiert hat wie du. Egal wofür du trainierst. Deine Uni, Schule, Wettkampf, Kampfkunst, aber auch stressige Lebenssituationen, Jobinterviews, die Familienfeier mit Tante Erna, dieses eine Date, deine Jedi-Ausbildung, deine Seele im Afterlife, alles. We don't rise to the levels of our hopes, we fall to the levels of our training. Tony Robbins.
Deine Sorge wird verschwinden, wenn du Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufbaust. Dann ist sie obsolet. Deine Aufgabe besteht also darin, jede Sorge, die du vor dir selbst hast, zu sehen und dann die Frage zu stellen, wie kann ich emotional, physisch und psychisch so wachsen, dass diese Sorge verschwindet? Oder in anderen Worten, fucking get to work. Das Leben passiert für dich, nicht gegen dich. Stell dir vor, all dies findet in einem sehr realistischen Traum statt. Diese Welt, all diese Menschen, sogar dieses Buch existieren nicht wirklich. Du bist das einzige wirkliche Wesen. Wenn du morgen früh das Haus verlässt, stell dir vor, du bist zum ersten Mal hier. Das ist dein erster Tag in deiner eigenen Welt. Frage: Zu wessen Gunsten wird sich diese Welt wohl entwickeln? Naja, einfach, oder? Du bist das einzige Wesen, zu dessen Gunsten sich irgendwas entwickeln kann. Ändere deine Gedanken von Dingen wie Shit, ich bin zu spät zum Unterricht zu. Die Sache ist in meiner Macht und ich kann die Situation beeinflussen. Von Oh meine Güte, 8 Kilometer joggen schaffe ich nie zu Schritt für Schritt kommt man oft weiter, als wenn man versucht, alles auf einmal zu schaffen. Ich bin finanziell im Arsch zu Ja gut, das Geld ist weg, aber man kann auch zeitweise mal auf Schulden leben. Ich bin noch nicht tot und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und wenn immer du dir Sorgen machst, denk daran, das Glas ist nicht halb leer oder halb voll. Im Glas ist noch die Hälfte Platz. Und es ist dein Glas. Mach damit, was du willst. Gewohnheitsaufgabe, das Positive finden. Was auch immer man dir an den Kopf wirft, wen auch immer du triffst, was auch immer dir passiert, such das winzige bisschen Positives darin. In etwa allen Fällen ist es vorhanden, selbst in den Extremen. Oh nein, XY ist gestorben, doch sein Tod hat mir noch einmal bewiesen, wie wertvoll das Leben ist. Shit, ich habe die Fahrschulprüfung verkackt, doch vielleicht komme ich mal aus einer Situation lebend heraus, die dieser hier ähnlich sieht. Die verkackte Prüfung wird mich ewig daran erinnern. In jeder Begegnung steckt so ein Funke. Wenn du das verinnerlicht hast, dann kann dich Negatives nicht so leicht herunterziehen. Irgendwas daran wird sich schon gelohnt haben. Schlimme Dinge passieren, damit Schlimmeres verhindert wird. Du musst kein Optimist sein und dir die Welt schön denken. Du kannst dir sogar miesepetrig doof finden. Doch wenn du den Funken Positives findest, ob mit langem Gesicht oder nicht, dann hast du gewonnen. Ja, die Sache mit den Sorgen. Und ich habe in diesem Abschnitt ganz bewusst die eigenen Sorgen und die Sorgen von anderen vermischt. Weil die Sorgen von anderen, gerade wenn sie so geäußert werden, wie es mittendrin beschrieben worden ist mit »Mach du uns keine Sorgen«, triggern ja genauso. Und wenn man sich nicht in emotionaler Ausgeglichenheit befindet, dann werden die Sorgen anderer auch zu den eigenen. Menschen in meinem Umfeld haben das gemacht, bevor ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, und haben Sachen gesagt wie, mach uns keine Sorgen, wegen dir kann ich heute Nacht nicht schlafen. Und dann habe ich die ganze Zeit über, während ich die sorgenmachende Aktion getan habe, gedacht, oh fuck, XY kann ja heute Nacht nicht schlafen wegen mir. Wie kann ich das denn ändern? Und habe dann irgendwann, relativ spät, in der Zeit meines Erwachsenwerdens, aber doch powerful früh genug, um im Leben klarzukommen, gemerkt, it's none of my business. Wenn jemand wegen mir nicht schlafen kann, dann kann er nicht wegen mir nicht schlafen, er kann wegen sich selbst nicht schlafen. Es ist meine Idee zu handeln und die Idee der anderen Person, sich Sorgen zu machen. Oder, wie es bei, ich glaube, Marc Aurelius steht, es ist Aufgabe der Alten, sich um die Jugend zu sorgen und es ist Aufgabe der Jugend, über die Sorge der Alten zu lachen. Oder so ähnlich. Doch ich denke, wenn wir uns mit Sorgen und der Eigenverantwortung für unser Handeln und der zugesprochenen Eigenverantwortung anderer Menschen für deren Handeln in Klarheit befinden, dann sind wir weder die Jugend, die über die Sorge der Alten lacht, noch die Alten, die sich Sorgen um die Jugend macht. Weil wir brauchen keine Sorgen mehr. Ich vertraue dir gut genug, dass ich denke, dass du weißt, was du tust. Und wenn du es nicht weißt und Hilfe brauchst, kommst du ja und fragst. Und ich vertraue mir selbst gut genug, dass, wenn ich Dinge und Projekte angehe, ich weiß, was ich schaffe. Und wenn ich in Situationen komme, die ich nicht schaffe, dann weiß ich, wen ich fragen kann, um die Dinge zu meistern. Wenn ich mit Sorge in ein Projekt oder eine Idee hineingehe, dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Wenn ich Projekte starte mit, was könnte alles schiefgehen,
dann bin ich länger damit beschäftigt, mich mit meinen eigenen Ängsten zu unterhalten, als damit das Projekt tatsächlich durchzuziehen und eventuell etwas Größeres zu schaffen, als der Gedanke, mit dem ich angefangen habe, einfach weil ich keine Sorgen brauche. Jetzt kann man natürlich einwerfen, dass wenn man große, komplexe Projekte anfängt, man sicherlich bedenken sollte, wo die Fallstellen liegen bei den Sachen, die man so durchziehen will. Aber in den meisten Fällen findet man die, in denen man reinläuft oder wenn man nah genug dran ist, so wie im echten Leben. Die Eigenverantwortung ist super wichtig. Und es wundert mich in dieser Welt, wie viel man sie Menschen erzählen muss. Ich meine, bei vielen Sachen, wo ich Texte drüber schreibe, schreibe ich sie, weil ich denke, es ist wichtig, dass dieser Gedanke noch einmal in anderen Worten Anklang findet. So ähnlich, wie ich es in der Einleitung gesagt habe. Und Eigenverantwortung gehört dazu. Menschen schieben die Verantwortung so gerne ins Außen, zu anderen Leuten, anderen Autoritäten, von Staat über Umwelt zum Finanzsystem und irgendwas. Und sagen dann, ich konnte ja gar nicht anders handeln, die Ampel war ja rot. Ja, meine Güte, hätte es auch woanders herfahren können. Aber Eigenverantwortung ist gleichzeitig mega cool und scary. Weil es ist eben Verantwortung aus dir selbst heraus. Stell dir den Unterschied vor zwischen ich muss und ich will. Die Eigenverantwortung wird klarer, wenn du dir bei dem, was du tust, vorstellst, wo die Autorität liegt. Der letzte Text in dieser Episode heißt Wollen und Müssen. Ich kann nicht länger bleiben, ich muss morgen früh aufstehen. Wie häufig haben wir uns in der einen oder anderen Situation so verabschiedet? Unzählige Male, unzählige Partys, Dates, Treffen mit alten Freunden oder Kollegen fand mit diesem Satz ein jähes und gezwungenes Ende. Du bist also gegangen, weil du aufstehen musst. Sicher, dass du musst? Oder willst du? Es ist eine seltsame Gewohnheit, dass wir oft Dinge als Zwänge hinstellen, die eigentlich nur unsere Absichten sind. Den Müll rausbringen, das Auto tanken, die Kinder ins Bett bringen, Essen machen, den Zug kriegen, das letzte Bier austrinken. Zugegeben, einige Sachen sind dringender als andere, das Auto tanken zum Beispiel, doch auch bei scheinbar zwingenden Dingen, wie der bedrohlich sich dem Erdboden entgegenneigenden Nadel einer Tankanzeige, ist es nicht dein Zwang, der dich den Weg zur nächsten Tankstelle finden lässt, sondern dein Wille weiterzufahren. Sterben wirst du irgendwann müssen, doch auch das wird man im Laufe dieses Jahrhunderts vielleicht noch wollen können. Somit bleibt eigentlich nichts, was dich zwingt, überhaupt irgendetwas zu tun, sondern nur Dinge, die du willst oder nicht willst. Fußnote. Ja, lies das nochmal. Und nochmal. Somit bleibt eigentlich nichts, was dich zwingt, überhaupt irgendetwas zu tun, sondern nur Dinge, die du willst oder nicht willst. Hinter dem Müssen steckt in fast jeder steckt ein fast krankhafter Mechanismus, der oft unbemerkt bleibt, weil wir ihn alle verwenden. Es ist Schuldgefühl. Wenn ich meine Handlungen damit rechtfertige, dass ich etwas muss, dann schiebe ich die Autorität über meine Aktion irgendwo weit weg von mir. Der Chef ist schuld, dass ich arbeiten muss. Die Deutsche Bahn ist schuld, dass ich den Zug kriegen muss. Die Konsumgesellschaft ist schuld, dass ich den Müll rausbringen muss. Und der Barkeeper ist schuld, dass ich das letzte Bier austrinken muss. Die Wahrheit ist, dass keiner von diesen Dingen schuld ist. Nicht einmal du. Du hast nur die Verantwortung für dein Handeln abgegeben. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass einige Menschen das Wort müssen durch dürfen oder durch wollen ersetzen, je nach Kontext. Die meisten Situationen in unserem Leben, von Dates über Autos bis hin zu Arbeitsplätzen, sind Momente, in die wir uns selbst hineinmanövriert haben. Warum also die Autorität darüber an wen anders abgeben, der sie gar nicht verdient hat? Dies hier ist deine Zeit. Mach damit, was du willst, nicht, was du meinst, müssen zu müssen. Sobald du beginnst, in deinem System das Müssen durch Wollen auszutauschen, wird etwas Magisches passieren. Du bist plötzlich in der Kontrolle deiner Handlungen, nicht umgekehrt. Verlasse doch mal eine Party mit dem Satz, ich will jetzt nach Hause gehen, weil ich morgen früh aufstehen will. Mit der Schuldzuweisung an deinen nervigen Chef und die Arbeitsstelle kann man ja meckern, jammern und diskutieren, aber mit deinem subjektiven Empfinden nicht. Wenn man etwas bemeckern will, dann ist es beleidigend und verletzend. So gehen wir Menschen nicht miteinander um. Auch für dich selbst
ist es eine Rückbesinnung auf die Tatsache, dass du Verantwortung für dein Leben hast. Es ist schließlich keine To-Do, die man gemacht haben muss, sondern eine bunte, wilde, chaotische Mischung aus Ereignissen, die man erlebt haben will. Und das Dürfen? Ich hatte mal eine junge Frau sagen, ja, und früher, da dürfte ich ganz viele Jobs machen, die mir gar nicht gut getan haben. Sie sagte das ohne Reue oder Schmerz, sondern fast friedvoll. Kurz war ich verwirrt, denn ich hatte es noch nicht so ausgedrückt gehört, doch dann habe ich verstanden, worauf sie hinaus wollte. Die Lernerfahrung und die Freude, es nun besser zu haben, der Flow ihres Lebens hatte ihr in ihren Augen zugestanden, dass sie eine lange, holprige Lernerfahrung machen dürfte, wenn nicht musste, um dort anzukommen, wo sie zu dem Zeitpunkt gerade war. Später habe ich in einigen eigenen Gesprächen Dinge gesagt wie, früher dürfte ich meinem Vater ganz viel beim Heimwerken helfen. Und als ich gefragt wurde, ob es nicht gemusst hätte, habe ich gesagt, es hätte mir geholfen, also würde ich es anders sehen. Wenn man andere Worte für das eigene Verhältnis zur Umwelt findet, dann ändert sich diese. Sprache strukturiert die Wirklichkeit, sagte einst Yves Dubier zu mir, und auch hier merke ich, wie kraftvoll und verändernd anderer Sprachgebrauch ist. Tausch es. Verändere die Autorität, nimm dir deine Eigenverantwortung und dein Handeln zurück. Achte auf jedes, wirklich jedes Müssen in deiner Sprache und hinterfrage, ob es dorthin gehört. Manchmal ja, sehr selten ergibt dieses Wort Sinn, doch versuche es mit Extrem und tausche sie alle, ja, alle, gegen ein Wollen oder Dürfen aus. Du wirst die Situation, in denen das Müssen stehen bleibt, in einem anderen Licht erleben und den Rest in viel mehr Eigenverantwortung. Das möchte ich mehr oder weniger kommentarlos stehen lassen. Denn damit hast du eine Handvoll Aufgaben, um deine Umwelt zu beobachten, sofern du denn willst. Es lohnt sich nicht nur im eigenen Sprachgebrauch zu forschen, sondern in dem anderer Menschen. Es ist sogar leichter, in dem anderer zu forschen und dann bei sich selbst nachzuschauen. Aber das musst du ja nicht. Du kannst es wollen dürfen. Ich möchte dich an dieser Stelle wieder zurück in die Wirklichkeit entlassen und dich beim nächsten Mal mit einem ganz anderen Thema hoffentlich zum Nachdenken anregen. Ich bedanke mich für dein Zuhören, deine Zeit und deine Gedanken und wünsche dir viele gute Gründe zu lächeln.